Also, Nelly. Also, dieses Video ist jetzt extra für dich und ich versuche es jetzt möglichst gut zu erklären. Also. Warte. Also, du musst natürlich erstmal deinen Look anfertigen. Den habe ich jetzt angefertigt. Und ich sollte einer Freundin noch ein Intro machen. So, und jetzt habe ich einen Greenscreen gemacht. Also, den habe ich schon vorbereitet, was Greenscreen heißt. Du bist zum Beispiel hier. Tanzt. Warte. Tanzt. Und alles um dich herum, als Wolf, also als Polarwolf, ist halt grün. Also es muss möglichst gut grün aussehen. Und kleiner Tipp an dich, du solltest keine grüne Kleidung nehmen für ein Intro, weil das dann nicht sichtbar wird im Video. Also so gesagt, ich nehme jetzt einfach hier, sagen wir, ich habe jetzt einfach nochmal so zum Beispiel, nehmen wir hier, ja, irgendwas mit grün und so. Zum Beispiel hier, blue. So, mal schauen. So, dann haben wir hier Blumensachen und so. So, und jetzt haben wir zum Beispiel Blumenschwanz. Und wenn wir den jetzt anziehen und der wird im Video auch sichtbar, dann wird er nicht gezeigt, versteht ihr? So, verstehst du? Also, keine grüne Kleidung, so. Diese Kleidung ist zum Beispiel sehr gut. Und ja, wenn du den Greenscreen dann auch gemacht hast, geht's auch schon weiter. Warte. Und zwar, hier sehen, warte, ja. Also, so, und zwar, dann gehst du auf YouTube. Du gehst auf YouTube und dann gibst du bei Suche ein Live Background. Dann hast du hier Mixed und jetzt hast du hier halt ganz schöne Hintergründe. Zum Beispiel das hier ist auch voll schön. Das finde ich voll cool. Schau mal. Das ist voll cool für ein Intro, finde ich. Teilen. Dann auf Link kopieren. Kopiert. Auf Google. Bei Suchen gibst du dann ein safemedia.com Download. So, ich versuche es jetzt hier um genau was zu erklären, weil ein wenig habe ich mir auch selbst beigebracht. So, Safemedia. So, warten. So, und jetzt gehst du auf. Hier. Oh man, die Glocken läuten schon. Also hier drauf. Fügst den Link ein. Also du fügst den Link ein, gehst dann auf Download, dann wartest du, dann hast du hier den Hintergrund, Musik kannst du dir ja so runterladen, ich denke, du weißt, wie das geht. Ich kann ja extra ein Video dafür machen, gehst auf Video herunterladen, also hier, warten, jetzt kommt diese Schwesterwerbung, naja, also warten wir, warten. So, hier stand gerade, wird heruntergeladen und gleich kommt hier ein großes Schild, oder ein kleines Schild, und da steht dann öffnen, das zeige ich dir dann. So, hier gehen wir jetzt auf Öffnen. Und jetzt haben wir hier halt den coolen Hintergrund. Okay, das ist die ganze Zeit nur so, aber okay, ist nur eine Minute, alles klar. Alles klar, als ob. Als ob. So, dann gehen wir auf Öffnen mit. So, Google Video Player. Oder was auch immer du als Galerie hast. Und Galerie. Machst du alles im Hintergrund weg, also musst du nicht, mache ich eigentlich immer so. Und dann musst du auf KineMaster. Warten. So. Und jetzt gehst du auf leeres Projekt, auf Media, Downloads. Ja, ich habe nicht viel runtergeladen, aber jetzt echt nicht viel. So, jetzt nehmen wir zum Beispiel das hier. Auf okay, dann hier auf Ebene, auf hier Media, mit Beats, hier das einfügen, okay, und Achtung, ja, jetzt kommt das hier, jetzt machst du, jetzt kommt nämlich die Schwierigkeit, du musst, bis man nicht mehr den Namen sieht, und nur noch das hier, und nur noch grün, verstehst du, auch nicht das hier, also, ja, ich kann es auch rumgraben, aber es muss noch größer. Dann tun wir das hier hin. Dann gehen wir hier auf Chroma Key. Aktivieren. Ja, und jetzt auf die Eye-Kurve. Und jetzt musst du ein wenig ausprobieren. Ein wenig rumprobieren. Bis man halt nur noch das Tier sieht. Und halt nicht mehr grün oder ganz wenig. Das reicht eigentlich aus. So, auf OK. Und jetzt kannst du es dir schon mal anschauen.
dann würde das jetzt zum Beispiel sowas sehen. So, jetzt sehen wir in dem Regenbogenstachelhalsband hier, sind diese Löcher drin. Das liegt daran, weil es grün ist. So, tut mir leid, sorry. Aber es fällt bestimmt nicht so auf. Dann können wir noch bei Audio. Dann haben wir hier die Musik. Was haben wir noch? Das sind alles nicht das. Aber ich habe sehr viele Lieder neu. Zum Beispiel das hier. Das Lied mag ich auch. Oder Shake It Off. Aber das glaube ich Copyright-Musik. Was haben wir noch? Oh ja, das mag ich voll. Und das? Nee. Aber das ist ja wirklich schön. Das nehme ich, glaube ich, sogar. Es gibt einen neuen Hintergrund. Egal. Wo hätte ich doch wieder den dann nehmen können? Ach, egal, ich habe jetzt einen. Lade ich mir später runter. Dann auf das Plus hier. Und dann haben wir Song. Das geht dann so. Das ist auch super zum Hintergrund, die Musik. So. So, und jetzt gehen wir auf Speichern. Also wir speichern und teilen. Und dann Video in der Galerie speichern. Dann 7, oh, dann 7 Megabyte. So, geringe Qualität nehme ich eigentlich immer. Da 7 Megabyte geht eigentlich immer sehr schnell, oder? Na, dauert schon ein klein wenig. Okay, also, ich würde dann jetzt mal sagen. Ja, oder? Ja. Stoppen wir kurz das Video, weil es doch schon eine Zeit dauert. Sogar eine große Zeit. Na, okay, so machen wir jetzt auch nicht, aber. Ach, wir stoppen jetzt einfach das Video und dann sehen wir uns gleich. Also, jetzt habe ich ja hier. Es geht da um die Zeit. Also. Du, das mit dem Laden, also runterladen, hat jetzt eigentlich gut geklappt. Jetzt gehen wir in KineMaster. Warten, warten, warten. Dann auf leeres Projekt. Und dann Media. Export. Hier haben wir jetzt unser Video, richtig? Können wir uns nochmal anschauen? Unser Intro. So. Ja, so lange dauert das Video jetzt auch nicht. So, und jetzt können wir hier. Wir schauen uns mal an. Also, schauen wir uns mal an, welche Stelle am schönsten ist. Okay, das kann noch dauern. Ja, die Stelle, glaube ich. Wie war das? Wartet. Jetzt können wir nämlich das Video auch ein wenig kürzen. Schauen wir, was das dann ist. Also, andersrum. Stimmt, hier muss es ja größer machen. So. Und jetzt müssen wir hier kleiner. Wie habe ich das nochmal gemacht? Ja.
genau. Ich habe. Ja, also. Wir müssen das Video jetzt noch ein klein wenig bearbeiten, damit wir den Musikausschnitt auch wirklich drin haben. Und zwar. Einmal von da nach da. Einmal von da nach da. Genau. Wie das hier so schneidet, abschneidet. Genau, wo das halt anfängt. So. Müssen wir mal schauen, wo das genau anfängt. Also, du nimmst die Seite hier und dann musst du halt schauen. Noch ein klein wenig länger. Mal schauen, wie es jetzt ist. Man muss immer gut auf die Musik dann hören. Das ist eigentlich sehr schön. Und wie lange? Nur 11 Sekunden. Also, das finde ich sogar sehr schön. Ich glaube, das nehme ich sogar, oder? Ja, und dann können wir auch schon Text. Können wir zum Beispiel dann hier. Ich glaube, das war der Name auf OK. Dann können wir den Namen vergrößern. Wir können bei Schriftarten können wir schön machen. Dann können wir noch Farbe machen. Aber ich glaube, ja, das sieht eigentlich gut aus. Dann noch Licht hinzufügen. Dann können wir wieder die Schrift noch so größer machen. Wir können jetzt in Animation, also zum Beispiel wird der Name dann so gezeigt. Ausdruck nämlich eigentlich immer schweben. Out Animation ein ausblenden. So. Und dann machen wir es ein bisschen kleiner. Dann nehmen wir hier wieder Text. Sub Schriebe. So, Sub Schriebe. Auch wieder ein wenig vergrößern. So, zur Seite. Das nicht immer so. So, auch hier wieder schauen, wie so die Schrift sein soll. Könnt ihr euch eigentlich auch aussuchen. So, dann in Animation ein ausblenden. Ausdruck schweben. Out Animation ein ausblenden. So, und das letzte nochmal, und zwar hier. Da setzen wir nochmal ein. Enjoy. Und Ausrufezeichen. So, Enjoy. Das mache ich eigentlich immer voll groß. Kann ich auch die Farbe. So, also so beschriebe. Kann noch lila werden. Licht können wir auch noch hinzufügen. Bei Enjoy auch Licht. Und Farbe können wir auch ändern. Dann die Schriftart würde ich das hier nehmen. Das sieht besonders schön aus. Enjoy. Konturen können wir auch noch einsetzen, aber ich glaube, das können wir mal lassen. So. Dann in Animation ein Aufschlag. Schweben. Out Animation ein Ausblenden. So, und ja. Dann schauen wir uns mal das Intro an, wie es aussieht. Also ich finde das eigentlich sehr schön. Dann wieder hier drauf. 1 Megabyte, alles klar. Das wird schnell gehen. Und ja, so schnell geht es auch. Jetzt ob 1 Megabyte. Naja, es ist kurz. Und ja, Nelly. Jetzt weißt du, wie man ein Intro macht. Mit viel Gelaber und Gerede würde ich dann jetzt auch mal sagen. Bye bye, Nelly. Und viel Spaß beim Intro machen. Ist viel Arbeit, wie du siehst. Aber wenn man sich natürlich alles schon vorbereitet hat und die Musik schon hat, den Hintergrund man hat und so, also du weißt gar nicht, was alles in meinem Kopf vorgeht für Intros für meine Freunde. Und ja, dann sage ich jetzt mal bye bye.